Und seid damit wieder ganz recht herzlich willkommen zurück hier in einem neuen Ründchen Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt in unserer neuen Lieblingskampagne, Szenario, was auch immer. So, ich habe die Kommentare gelesen, ja, da gibt es verschiedene Vorschläge, wie wir an die Sache herangehen können. So ein bisschen hervorgestochen ist, wir müssen den Blauen wohl oder übel irgendwann zerlegen. Da bleibt uns wohl gar keine andere Wahl. Es wurde auch geschrieben, dass man zuerst die Werft zerstören kann und ihn dann aushungern lassen kann, weil er wohl zum Anfang auch nur ein Handelsschiff hat und sonst gar nichts. Wir haben am Anfang ja doch ein paar mehr Schiffe. Was? Achso, hier. Das ist mir doch wurscht. Genau, aber ich glaube, da sind wir jetzt überall schon so ein bisschen vorbei. Boah, wir haben hier auch noch Gewürze. Gewürze. Tja, braucht der noch nicht mehr? Nö. Okay, der will nur Alkohol haben und davon jede Menge. Alkohol haben wir auch. Das ist was, wir bringen ihm mal ein bisschen was zu siffeln rüber. Hallo? So, erstmal Schiff reparieren und nebenbei laden wir hier mal 100 Tönnchen auf. Ich warte nochmal auf den Lieferanten. Der dürfte nämlich auch bald ankommen. Da ist er, glaube ich, gerade da, der Punkt. Mal schauen, wie viel er mitbringt. Wir sollten vielleicht nochmal die Alkoholproduktion ein wenig aufstocken dann. Ah, okay, so viel haben wir nicht mehr. Oh, toll. Und Stoffe will er, glaube ich, auch, ne? Ja, Stoffe will er auch haben. Gewürze. Guck mal deine Handdrucken an. Ah, wahrscheinlich die hier. Die lagern wir erstmal ein. So. Und dann verticken wir ihm mal ein bisschen was zu saufen. Schauen, ob ihm das hilft. Unserem Geldbeutel hilft es auf alle Fälle. Er verkauft sogar Nahrung jetzt schon. So weit ist es schon gekommen mit ihm. So, hier hat er bereits Siedler. Und hier produziert er jede Menge Alkohol, verkauft aber auch nichts. Also hier wächst Gras, Koks und Wasser. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Ja, ich seh's. Eisen ist da jede Menge. Eigentlich interessant für uns. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Denn ich glaube, unsere Mine ist ja hier auch noch aktiv. Ich schalte die mal aus. Und, na, ich kaufe mal nichts ein. Hier nicht. Ist mir zu riskant. Zumindest im Moment. Dem fehlt eine Kapelle. Das ist mir völlig wurscht, weil das nur ein einziges Haus ist. Was brauchen wir eigentlich hier? Wir brauchen nur eine Schule, um die aufsteigen lassen zu können. Alles andere haben wir eigentlich. Baumwolle, Gewürze, Baumwolle 100%, Kakao. Also das Städtchen hier werden wir nochmal einreißen. Das werden wir eher für Produktionszwecke dann nutzen. Ich reiße jetzt wirklich nur die Häuschen erstmal weg. Ist zwar nicht ganz so schön für die Bilanz in dem Sinne, aber was willst du machen? So. Den lasse ich da mal. Dann brauchen wir die hier auch nicht mehr. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, haben wir noch irgendwo irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Ich glaube nicht. Okay, dann können wir nämlich hier noch ein bisschen aufstocken. Ich glaube, wir haben hier sogar eine Weberei, die unterbeschäftigt ist. Weil eine Weberei, soweit ich das verstanden habe, kann zwei Baumwollplantagen sich halt darum kümmern. Dann machen wir das mal hier. So. Ey, du Flitzbibel, guck mal deine Hand unten an. Duschen wieder. Schmuck. Ach ja. Schmuck würde er jetzt gar nicht mehr haben wollen.
Davon hat er wahrscheinlich mehr als genug. Wie stehen wir momentan mit ihm? Es könnte besser sein. Okay. Wir brauchen unbedingt größere Schiffe. Damit wir mal größere Runden fahren können. La, 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 la. So. Ich baue jetzt hier erstmal noch ein bisschen aus, ne? Das, brauchen unbedingt Stoffe. Nicht zuletzt natürlich auch für ihn. Das war zu weit. So, dann bauen wir hier nochmal eine weitere Weberei hin. Packe ich mal da hin. Da passt auch noch was hin. Und dann dürften wir, glaube ich, wirklich genügend langsam haben. Von dem ganzen Quatsch. Pack mal hier noch einen hin. Und mal, kann der, kommt der da eigentlich noch ran? Ah, der kommt da sogar noch ran. Das ist ja cool. Okay. Dann mal hier nochmal einen Weg. Und dann bauen wir da nochmal eine letzte. Der passt eigentlich ganz gut hier hin, theoretisch. Ich pack den aber mal hier hin, damit wir noch ein bisschen mit dem Weg hantieren können. So. Ich mache das mal lieber so hier. Und dann bauen wir nochmal einen zweiten. So. Okay. Damit, denke ich, sollten wir stoffmäßig auf jeden Fall ein bisschen was Gutes bewirkt haben. Ich würde hier immer noch gerne einen größeren Kontor bauen. Aber ich glaube, jetzt fehlen die Werkzeuge. Ja, toll, eins. So, warte mal. Ich kann hier leider auch nichts einlagern. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen was mit. Mach das mal so. Und dann schippern wir das hier mal eben rüber und bauen mal einen größeren Kontor. Den werden wir so oder so später brauchen. Ah, das war das Handelsschiff. Also das ist die Route. So. Kontor 4. Ich frage mich ja immer noch, warum wir den schon bauen können, aber ich habe nichts dagegen. So, jetzt können die nämlich hier oben auch mal wieder abholen. Dann können wir unser Lager schön füllen. Oh, scheiße. Nein! Da gibt's nichts zu holen. So, gleich mal reparieren. Ein Schiff wurde repariert. So, okay. Die mir. Der ist ja auch frisch drauf. Na toll, der will jetzt sehen, wir wahrscheinlich schon wieder... Oh je. So, wir müssen da echt ein bisschen Auge drauf haben. Vielleicht können wir dem anderen noch was bringen. Also den anderen Inseln. Ah ja, Stoffe, Werkzeug, Ziegel. Die eigentlich gar nichts. Hier verkauft er jetzt mittlerweile aber Alkohol. Stoffe, Werkzeug, Ziegel. Das ist ja easy. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Das ist mir piepse egal. Okay, pass mal auf. Ich nehme hier mal ein bisschen was mit. Ach komm, Stolle, genau. Stoffe noch. Ah, haben wir doch so viel. Wenn du mir was wegnimmst, ne? Gibt's eine Klatsche. So, ich warte jetzt mal einen kurzen Moment. Och, Alter. Ja, dann lösch es doch. Mensch. Gibt's ja nicht. Sei echt doch durch hier. So, ich packe jetzt hier hinten noch eine Feuerwehr hin. Und hier packe ich auch noch eine hin. So. Aber gut, hier langsam. Hey, haben wir diese Leute, die ihre Häuser anstecken müssen, ne? So, 21 Tonnen, 23. Boah, jetzt geht's schnell. Jetzt geht's schnell. So, die nehmen wir mal mit, die 30 Tonnen. Du kannst mal deinen Job weitermachen. Und du fährst jetzt mal hier hoch. Ich hoffe mal, wir sind noch nicht zu spät. Ah, natürlich. Scheiß reisender Händler. Oder fliegender Händler heißt er ja, glaube ich. So. Ein Brand wütet Zack. In eurer Niederlassung. Och, geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. Lösch. Aber zackig. So, ich glaube, wir sollten hier bald mal eine Schule bauen. So, der hier will echt nichts mehr haben, glaube ich, gerade im Moment. Was ist mit ihm? Das weiß ich gleich, aber ist ja egal. Stoffe, okay. So, pass auf. Dann richten wir mal eine Stoffroute ein, würde ich sagen. Was ich jetzt hier mit dem Gewürz machen soll, weiß ich noch nicht. Die liegen jetzt hier einfach erstmal rum. Das ist ja egal, ich lasse die mal drauf auf dem Schiff. Nimm mal von hier die Stoffe? Nee, lieber nicht. Oder?
Ihr habt doch geschrieben, wir sollen nicht so viel mitnehmen. Da wollen wir vielleicht 25 und bringen 25 hin. Na? Jetzt. So. Und los geht's. Dann haben wir da nicht so eine Riesenmenge. Und wir haben immer noch ein bisschen was für uns dann. Das ist gar nicht mal so die dumme Idee, dass man das ein bisschen gewichtet. So, und das ist, denke ich, auch förderlich. Guck mal deine Handtuten an. Was denn jetzt schon wieder? Ach, Schmuck. Och, Digga, hör auf. Du nervst. Was ist er eigentlich? Ach, Alkohol. Wie heißt die Stadt? Süßi. Ich lasse sie hier mal gerade ein bisschen rumkurven. So, und du, pass mal auf, fährst jetzt mal zu unserer Hauptstadt. Und du machst weiter. Ne, warte, erst kommst du mit. Muss erstmal repariert werden. Ja, mit dem Schmuck weiß ich auch noch nie, was wir damit anstellen sollen jetzt. Erstmal eingelagert, den Fummel. So. Du, nein, du musst repariert werden. Du hast Zeug. Ein Schiff wurde repariert. So, dann schicke ich auch mal darüber. Zack, und du machst weiter. 25 Tonnen Stoffe. Hier wird es jetzt auch mehr. Wir haben immer noch Kleidung. Ich weiß immer noch nicht, warum. Okay, das läuft ja schon mal ganz gut soweit. Der Typ ist echt anstrengend, ne? Sollten wir ihm vielleicht auch Sachen abkaufen? Ich weiß es ja nicht. Jetzt will er hier wieder ein bisschen Stoffe haben. Der hat Sachen im Einkauf, aber braucht sie im Endeffekt gar nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Aber na gut. So, pass auf. Wir bauen jetzt hier mal eine Schule. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehrere Schulen. Hey, wer braucht denn so eine Scheiße? Das gibt's doch nicht. Oh, ist das anstrengend gebaut hier, ne? Da bleibt dir nichts anderes übrig, als Gebäude einzureißen. So, ich baue da oben nochmal eine. Und dann ist gut. Unsere Betriebskosten sind eh viel zu hoch. Sehr schön. Da können wir auch gleich die Steuern hochknallen. Das finde ich sehr gut. Tabakwaren sind jetzt natürlich wahrscheinlich bald ein Problem. Aber wir haben ja hier noch diese Insel, die immer noch wegen Stoffen rumheulen. Und hier haben wir natürlich Tabakwaren. Und hier haben wir sogar noch ein Schiff. Hier haben wir noch Werkzeug. Den Werkzeug lasse ich mal da. Und den Rest weißt du was. Tschüss. So. Und du holst jetzt hier Tabak. Und zwar volle Rohr. Ups. Das war nicht mein Plan. Die Felder verderben vor Trockenheit. Das ist nicht gut. Wo? Oh. Na ja, gut, Stoff haben wir jetzt ein bisschen noch. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Wollte ich mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Okay, mal schauen, wie viele Bürger wir jetzt erstmal. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ich klatsche gleich einer. Alter! Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Was? Ach, hier! Habe ich überhaupt einen Arzt? Nicht wirklich. Komm, baue ich halt noch einen Arzt. Den man super zentral bauen kann, übrigens. So. Ich hoffe, der kommt da hin. Die Pest sucht eure Siedlung ein. Oh, ja, wir haben es doch verstanden. Meine Güte. Ja, toll. Haus kaputt. So, okay, Tabakwaren, besser werdend. Wir haben auch schon Kakao, ich glaube, die wollen noch Kakao. Alter, du bist so anstrengend, ne? Du bist so verdammt anstrengend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ist der sich das eigentlich selber bewusst, wie anstrengend der ist? Der ist wie so ein kleines Kind. Du kriegst nicht, was ich will, also bin ich ja bockig. Weißt du, so ungefähr. Oh, der Typ, ey.
Da müsstest du echt mal so einen Rundumschlag machen, ne? Voll ins Face. Ja, was willst du denn dem noch geben? Der ist eh am Arsch. Sorry für die direkte Ausdrucksweise, aber ich meine, guck dir das mal an. Das sieht aus wie ein Schweizer Käse hier. Da sind überall Löcher drin, der baut nichts nach und jo, das ist wahrscheinlich eh schon pleite. Würde mehr Sinn machen, wenn wir da mal ein paar Sachen einkaufen. Komm, wir fahren mal rüber. Gucken wir mal, was da für uns vielleicht interessant sein könnte. Ich sehe da schon so ein paar Sachen. Bam, badadadam, bam, bam, bam. Ach, schön, auf seiner Insel bricht ein Vulkan aus. Das finde ich klasse. So, pass mal auf. Gib mir mal das Eisenerz. Alk kannst du mir eigentlich auch geben. Gewürze brauchen wir eigentlich nicht, nämlich trotzdem. Und hilft ihm das? Nö. Interessiert überhaupt nicht. Der ist froh, dass er den Scheiß los ist wahrscheinlich. Ja, komm, es reicht erstmal. Muss denn gleich übertreiben. Und ich will immer noch eine große... Mit einem Handelsschiff kam die Pest. Alter, ihr seid doch echt... Ja, komm. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Kommt der Arzt dahin? Haben wir einen? Wir haben einen Arzt hier. Der kommt aber nicht hin, weil er irgendeinen Idioten Galgen hingestellt hat. Oh, ey, Leute, ihr seid echt... Ne? Wie soll denn der Arzt dahin kommen? Warte, weil der Arzt steht hier. Weg... Weg? Der könnte da hinkommen. Arzt? Die Pest sucht eure Siedlung heim. Arzt? Der hat keinen Bock drauf. Ja, mach ruhig die Häuser kaputt, ist kein Thema. Alter. Passiert noch was? Das ist echt ein scheiß Arzt, den will ich mir merken. Da gehe ich nicht nochmal hin. Sag ich extra den blöden Galgen da weggeräumt, weiß er, geht immer noch. Brand vernichtet eure Häuser. Alter, ich krieg hier echt nur Ausschlag. Oh, ey, das. Oh, nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. So, ja, Gewürze, keine Ahnung, haben wir schon wieder irgendwie rumzufliegen. Stoff haben wir genug fürs Erste. Die Route scheint auch immer noch zu laufen mit den Stoffen, aber irgendwie reicht ihm das schon wieder nicht. Dem Herrn Nimmersatt. Ach, wir haben es ja dicke. Wir können ja jedes Mal irgendwie 1.000er rüberreichen, damit er ruhig ist. Boah, ey, der Typ, ne? Es fehlt an Tabakwaren. Halt die Schnauze. So, jetzt weißt du, was los ist. Und ich baue jetzt auch noch eine tiefe Erzmine. Bevor die mir hier noch die ganzen Materialien weglutschen. So, und wir bauen natürlich dazu auch gleich noch eine weitere Erzschmelze. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ganz ruhig bleiben, nur nicht aufregen. Naja, immerhin kommen jetzt hier langsam die Bürger mal, das ist ja auch schon mal was. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ja, ich weiß auch warum. Das ist meine Wut und mein Zorn, der aus den Häusern quillt. Ah. So, Kirche und Badehaus. Ich glaube, dann hätten wir schon Kaufleute. Kakao brauchen wir theoretisch noch rüber transportieren. Wir haben hier Kakao, wir haben hier Gewürze, wir haben... Boah, Alter, wir haben so viel. Wir haben so Art von viel... Aber der hat eh schon Gewürze an Bord. Scheiß mal auf deinen Schmuck, den brauch ich keine Sorgen im Moment. Dann machen wir es mal so. Zack. Und zack. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt. Alter, überprüft eure Handelsrouten. Ist doch wie so ein beschissenes, kleines, stinkendes, altes Kind. Seit wann gibt's alte Kinder? Ja, übertreib. So, auf geht's. Hallo? Ah. Der kam gerade nicht raus, der Ärmste. So, Gewürze und Kakao. Bringe ich jetzt einfach schon mal vorsorglich rüber. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Oh. Ihr seid so anstrengend, Alter. Ihr seid so fucking anstrengend mit eurem beschissenen Feuer. Ich bin leicht heiser. Ah, oh, nee, ey. So, ich hoffe, hier bleibt soweit alles stabil. Nee, ich guck mal lieber meine Nahrung an. Weil Nahrung wird nämlich, glaube ich, bald ein Problem werden. Dann müssen wir was machen.
Lalalalalalalalala. So, bevor hier irgendwie wir noch Nahrungsprobleme kriegen, werde ich mal direkt proaktiv. So, wir haben jetzt 5 neue Farmen. Im Prinzip ist mir relativ wurscht, wo der ganze Kladderadatsch jetzt erstmal hingeht. Also Korn und so, ne? Wichtiger ist, dass es am Ende verarbeitet wird. So. So, jetzt haben wir hier nochmal 6. Das heißt, wir haben jetzt 8 neue. 8. Schwaden ziehen durch die Gassen. Mein Gott, lass es doch brennen, mein Gott. So, also 8 neue fürs Erste. Da können wir immer nochmal ausbauen. Dann. Das ist jetzt momentan noch nicht so wichtig. Hier mal wieder meine Spezialwege. So, dann können wir nämlich hier hinten, wunderbar, wir haben jetzt 8. Oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder das Verhältnis vergessen. Ach, leck mich. Glaub mir doch nicht meine Baumaterialien, das gibt's doch nicht. Ah, hier haben wir noch Werkzeug. Ach, hier wird doch Werkzeug, glaube ich, hergestellt. Wurde. Ja, dann reich mal rüber, ne? Das können wir gut gebrauchen. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Hand unten an. Ach so, wehe dir. Wehe dir. Dann gibt's richtig Schelle, mein Freund. Scheiße. So, erstmal alles eingelagert. Ich glaube, es waren eine Mühle auf 2 Bäckereien. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4 Mühlen und dann jeweils eine Bäckerei auf 2 Mühlen. Glaube ich. Hoffe ich. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber schauen, was bei rauskommt. Theoretisch. Anstrengendster Mitspieler überhaupt. Die Blauen. So. Ich mache hier nochmal den ganz kurz. Weil ich glaube. Ich glaube, dass ich weiß. Weißt? Ich glaube, dann können die da nämlich auch nochmal abholen. Zumindest zum Teil. So. Besten Wege überhaupt. Siehste? Also der ist schon wieder halb negativ gestimmt hier. Halb negativ. Guck mal deine Hand unten an. Mir gerade wurscht. Wir brauchen Nahrung. So, das sollte auf jeden Fall mal laufen. Alkohol wird wahrscheinlich bald ein Problem werden. Tabakwaren werden wahrscheinlich bald ein Problem werden. Ein Brand wütet in Feuer wird wahrscheinlich bald ein Problem werden. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Hand. Aber wir haben mittlerweile 720 Bürger und ganz gute Steuererträge. Das soll uns auf jeden Fall für die nächsten Folgen dann helfen. Ja, würde ich nämlich sagen, dass ich mich für diese Folge erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen bedanke. Schaut euch nochmal hier den Loser an. Ganz ehrlich, wenn der nicht diese Schiffsmacht hätte, ne? Und so viele Kanonen und so weiter. Da hätte ich den schon längst wegrasiert, ey, ganz ehrlich. Ich baue hier nicht umsonst jetzt momentan Kanonen. Die haben nämlich einen ganz bestimmten Sinn und Zweck. Und ihr könnt euch alle schon denken, was ich damit meine. Dann wird es hier nämlich nicht mehr lange solche Städtchen geben. Da gibt es nur noch unsere. Nur noch unsere Stadt. Und seine nicht mehr. Die ist dann nämlich tot. Also gut. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns sonst wieder dann in der nächsten Folge zurück bei Anno 1602 Erschaffung einer neuen Welt. Und bis dahin sage ich erstmal... Häufiges Speichern ist sinnvoll. Und see ya!